Chaparral, komm her auf Kopf! 5000 Kilometer durch Amerika. Da hat dem Ralf diese Wiskur sing Summe Aventur. No pur Startproblem huet der Ralf diese Wiskur sehr an sein Rhythmus fand, anders anspitzt von der Kursgefuhr. No de Rocky Mountains hatten diese Schwierigkeiten mit der Gesundheit, Temperaturschwankungen an teichte Meter und dem letzten Woche sing Aventur aufs Spiel gesetzt. Ich habe mich gespürt, wie so, du hast einen 12-Zylinder-Motor und so einen 11-Zylinder, die ausfallen. Also da ist ungefähr so viel gekommen, schon in der Luft geschnappt. Der Kopf hat sich noch einmal gegen den Körper durchgesetzt, denn Dizzy wollte unbedingt weiterfahren. Der Ralf hat aber sehr müssen merken, dass es nicht mehr geht, anders du selber vom Velo geklommen. Là, nous avons pris la décision raisonnable de lui obliger un repos de quelques heures et nous referons le point au niveau médical d'ici quelques heures pour voir si nous pouvons poursuivre et de voir si les conditions sont suffisamment sécurisées pour pouvoir poursuivre l'aventure. We continue or if we don't, we will give you a call. Das ist schon ein gewissen Hektik abkommen, weil wir waren da für die Kurs fertig zu fahren. Ne? Wir waren nicht da für nur Pädisch abzuhalten mit. Ich denke, dadurch, dass ein Doktor ruhig geblieben ist, dass das Ganze doch ruhig über die Bühne gegangen. Bald feiert ich, war der Ralf schon in AW. Drase Across America stehen auf der Kipp. Team Dizzy hört beruhen, wie an Obet weitergeht. Die erste Reaktion ist dann, dass ihr das erste Mal baut. Du wärst im Moment relativ hier an der Kurs und da kriegst du gesagt, du musst mal 12 Stunden Pause. Ja, okay, dann wirst du natürlich schon beim Klassement, kannst du dadurch vergessen. Und dann kriegst du noch gesagt, ja, das ist nicht gesagt, dass du weit kannst Vierer fahren. Und dann kommen natürlich 100.000 Sachen, die durch den Kopf schießen. Ich meine, wie ich sehe, all die Sakrifizien, all die Erfahrungen in den letzten Jahren, alles für nichts, das ist dann natürlich ein ganz schwerer Moment. Wie wir hier immobilisiert werden, hat ein Alex zu mir gesagt, die Probabilität, dass wir Führer fahren, ist extrem klein. Also, ich weiß nicht, inwiefern Werten zum Ralf gesagt haben. Auf jeden Fall wäre ich präpariert auf den Plan B, für einfach zu sagen, okay, wir haben noch 7 Dicht oder 8 Dicht Zeit, weil wir mit denen Dicht müssen irgendwann just zu Washington, also für die Flieger zu holen, für zurück. Il a eu effectivement quelques petits problèmes respiratoires qui étaient liés à cette acclimatation, à la chaleur, à l'altitude, aux efforts, à l'épuisement et au manque de sommeil. Et donc on a dû, avec les moyens du bord, essayer de gérer cette situation-là de la manière la plus raisonnable possible. Für sich besser können zu erholen, als es an den Hotel gegangen, denn diese hat Schlaf gebraucht. On fait le premier réveil à minuit. Si à ce moment-là tu sens que tu dors bien et que tu as encore besoin de 2 heures supplémentaires. Nur paar Stunden am Bett gauf den Ralf diese Wiske noch einmal medizinisch in der Sicht. An hei soll die Decision fallen, ob ich kann weiterfahren. Ich hatte das wirklich noch nie und ich habe wirklich gehofft, gebet, dass es nur der Pause im besser gehen. Son état de santé nécessitait à un moment donné d'avoir quelques heures de repos. C'était indispensable pour pouvoir poursuivre dans des conditions suffisamment sécurisées. On était arrivé à un moment donné où le contexte ne permettait plus de pouvoir poursuivre. Pause von 12 Stunden auch ohne Kamera hat gut gedauert. Auch von den Dizzy noch nicht 100% fit war, der Nature Boss war da. A gesundheitlich gab es doch kein größer Bedenken mehr. Okay, Gott sei Dank, dass der dünne Situation sich nicht weiter verschlechtert. In dem Moment soll es nicht bedeutend besser. Wir sind an der nächsten Tür gefahren, wo die Temperaturen deutlich niedrig waren. Ich meine, das hat dem Körper auch schon viel geholfen. Nach 3000 Kilometer waren im Programm an der Kurs aus der Lützebäuer auf die 17. Platz zurückgefallen. Yesterday we had to do a longer stop, because I said, oh, and now we are trying to get back on the road. Allez, Ralf, komm! Denn Dizzy sitzt nicht im Velo, kriegt sich Schnees ganz erholt. Er lässt das Ziel, um überhaupt anzukommen. Ob Team Dizzy das packt, sieht er nächsten Mittwoch.